Hallo Klickenabendler, heute möchte ich euch das Spiel Café International vorstellen. Es wurde 1989 zum Spiel des Jahres gewählt. Ja, hier haben wir die Umsetzung als App. Wir sind hier in der Ausgangsposition. Hier gibt es verschiedene Optionen. Unter mehr bekommt man Informationen, Strategietipps, weitere Spiele, die es gibt entsprechend aus diesem Bereich. Ja, Einstellungen kann man natürlich auch Sound, Toneffekte, Stimmen entsprechend wählen, also genügend Möglichkeiten. Ja, es gibt Bestenliste und ein Tutorial, sofern man das Spiel nicht kennt, ist es hier wirklich sehr gut erklärt. Gehen wir direkt auf Spielstart über. Hier gibt es die verschiedenen Optionen auf Zeit, Online, Solitär, Klassisch. Ja, die meisten werden es wohl klassisch spielen, entweder mit dem Computer oder mit anderen Personen. In dem Fall sind hier schon mal zwei Personen ausgewählt. Und dann gehe ich einfach mal auf Weiter. Und dann sieht man auch hier, wie das klassische Spiel funktioniert. Das heißt, wie die Regeln hier entsprechend ablaufen, sodass man relativ schnell im Spiel ist. Hier sind auch die Regeln. Spiele ein oder zwei Karten an den Tisch. Lege eine Karte an der Bar ab, tausche einen Joker ab. Dann gehe ich einfach mal auf Weiter. Dann mache ich den Sound kurz ab. Und dann kann ich auch ein paar Sachen zu diesem App entsprechend sagen, zu diesem Spiel. Ja, wir sehen hier verschiedene Tische. Ja, und hier sieht man schon einen Unterschied zum Brettspiel, weil die Karten, die Tische sind beliebig vorgegeben, orientiert sich also am Kartenspiel von Café International. Aufgabe der Spieler ist es, ihre Gästekarten an die einzelnen Tische zu positionieren, um dafür Punkte zu bekommen. Wichtig ist allerdings entsprechend, dass im Prinzip ja Mann und Frau an einen Tisch platziert werden müssen. Das heißt, zwei Frauen an einem Tisch oder zwei Herren an einem Tisch, das funktioniert nicht. Also es müssen immer Paare gebildet werden und man sieht jetzt auch, der Computerspieler hat angefangen. Joker sind natürlich auch dabei, männliche und weibliche. Ja, und hier positioniert man diese an die Tische, ja, um die Punkte zu bekommen. Das funktioniert natürlich nicht immer, man hat ja anfangs die Regeln gesehen. Ab und an muss ich hier, das sind übrigens meine Karten, die ich habe, hier an der Bar platzieren. Am Anfang gibt es noch Pluspunkte, später allerdings Minuspunkte. Und hier oben rechts sieht man auch den Nachziehstapel an Karten, die ich dann bekomme für meine Gäste, sowie Tische, weil die Tische sind sie voll belegt. Ja, dann werden sie ausgetauscht, es gibt einen neuen Tisch. Ja, und so geht das Spiel weiter. Entweder ist die Bar entsprechend befüllt, ja, der Nachziehstapel an Gästen ist verbraucht, oder es ist nicht mehr möglich, Tischkarten nachzuziehen, und dann werden die Punkte hier angegeben. Hier sieht man auch die Übersicht des Mitspielers. Versuche ich einfach mal schnell hier eine Runde zu spielen, dann sieht man auch, wie das funktioniert. Die Punkte werden automatisch angegeben. Ja, dann probiere ich einfach mal hier diese Person noch hier rüber zu ziehen. Dann sieht man, der Tisch ist belegt, beziehungsweise die Punkte habe ich bekommen. Und hier wird mir schon angegeben, ein neuer Tisch wird dann hier entsprechend positioniert. Ein relativ zügiges Spiel. Hier gibt es sogar noch weitere Optionen. Ich kann das Spiel natürlich hier abbrechen. Ich kann eine Pause machen. Ich kann einen Zug rückgängig machen. Und was natürlich für Anfänger toll ist, ich kann mir ja einfach Züge anzeigen lassen. Empfohlen natürlich hier vom PC ausgehend. Allerdings muss man hier sagen, dafür kriege ich natürlich Punkte abgezogen, weil für super Tipps. Ja, da kann ich nicht erwarten, dass ich die volle Punktzahl bekomme. Ja, so läuft das Spiel entsprechend weiter. Ich habe jetzt zwei Karten ausgespielt. Ich klicke dann hier drauf. Das war mein Zug und dann ist der Mitspieler, in dem Fall der Computer, an der Reihe. Hier sieht man eine schöne Möglichkeit. Es war keine Möglichkeit, Karten anzulegen. Er hatte einfach entsprechend kein Paar, keine Möglichkeit auf der Hand zu platzieren, so dass man hier die Bar nutzen musste. Ja, eine wirklich schöne Option. Man sieht hier entsprechend die schöne Illustration. Die einzelnen Toneffekte kommen auch wirklich hier toll zur Geltung, sofern man entsprechend verschiedene Länder am Tisch hat. Ja, ein tolles App, funktioniert sehr schön und macht auch richtig viel Spaß. Ich spiele es auch gerne an Tisch entsprechend, ob als Brettspiel oder Kartenspiel, aber für unterwegs ist Café International auf jeden Fall eine schöne Option und macht trotz des Alters, das Spiel ist ja schon einige Jahre alt, sehr viel Spaß. Ja, das war's. Bis demnächst mal wieder. Ciao, ciao.